Ja, Markus erzählt uns diese bekannte Geschichte in seinem Evangelium, wo Jesus darauf hingewiesen wird, dass seine Geschwister, seine Verwandten auf ihn warten, und er erwidert: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Klar, wenn wir das lesen oder hören, das geht mir genauso, werden wir sagen, komisch, wie Jesus da reagiert. Warum geht er nicht zu seiner Familie? Warum empfängt er sie nicht? Aber Jesus möchte damit deutlich machen, dass er sich nicht besetzen lässt, dass er nicht festgemacht werden kann. Eben, dass er allen gehört, zu jeder Zeit und auch eben zu allen Epochen, allen Menschen gehört. Sich nicht festlegen lässt, ja, wie das manchmal heute so geschieht, in verschiedenen Glaubensrichtungen, dass wir sagen, genau so ist Jesus, ja, genau so möchte ich ihn haben, genau so habe ich ihn gebaut, genau so habe ich ihn in eine bestimmte Form gezwängt. Jesus ist frei, Jesus entscheidet selbst, Jesus ist eben auch der andere befreit von all diesen Dingen. Diese Stelle, die wir heute hören aus der Heiligen Schrift, möchte uns allen sagen, Jesus gehört mir. Jesus gehört zu mir. Jesus ist bei mir. Mit dieser Zusage, auch mit dieser frohen Botschaft, seien Sie heute gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.